Ein interessantes Paradoxon in Organisationen hat der schwedische Organisationsforscher Nils Brunsson entdeckt bzw. darauf verwiesen. Und zwar geht es in diesem Zusammenhang um die Frage, wie Entscheidungen getroffen werden und welche Auswirkungen die Art der Entscheidung für die Umsetzung dieser Entscheidung hat. In der Vergangenheit wurden ja viele Studien zum Thema Entscheidungen in Organisationen getätigt und da kam man zur Ansicht, dass Entscheidungen in Organisationen rational getroffen werden, dass es bestimmte Techniken gibt oder dass man bestimmte Techniken anwenden soll, wie sozusagen aus der Fülle möglicher Entscheidungen diejenigen herausgefunden werden, die für die Organisation die absolut optimalen sind. Und diese Theorie ist sozusagen hat sich lange Zeit gehalten, bis Nils Brunsson und auch einige andere, zum Beispiel Daniel Kahneman, der dafür oder in dem Zusammenhang auch einen Nobelpreis erhalten hat, herausgefunden haben, dass es sehr viele Irrationalitäten im menschlichen Verhalten gibt und dass auch in Organisationen, und das ist das Verdienst, diese Erkenntnis ist das Verdienst von Nils Brunsson, dass es auch in Organisationen irrationales Verhalten und irrationale Entscheidungsmuster gibt. Und Brunsson sagt aber, das ist jetzt nicht ein Fehler in Organisationen, sondern das ist notwendig. Irrationale Entscheidungen sind notwendig, weil sie die Voraussetzungen schaffen für die Rationalität ihrer Umsetzung. Was meint er damit? Wenn wir Entscheidungen treffen, dann können wir theoretisch Entscheidungen jetzt mathematisch ausrechnen, wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen, wir können zwischen sehr ähnlich guten Alternativen noch ausrechnen, welche die um vielleicht Nuancen bessere Alternative wäre. Und das Problem ist, dass eine sozusagen rein technisch, nüchtern, sachlich getroffene Entscheidung nur mit dem Hinweis, dass sie die beste oder optimalste Entscheidung ist, nicht hilft, wenn es darum geht, diese Entscheidung auch umzusetzen. Denn Menschen brauchen oder Menschen sind begeisterungsfähig und wenn sie von einer bestimmten Entscheidung oder einer Idee oder einer Perspektive oder einer Vision begeistert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich bei der Umsetzung bemühen, ihren Anteil daran zu leisten, dass die Umsetzung auch erfolgt, dann gibt es sozusagen weniger Wahrscheinlichkeit, dass dieses Engagement in Richtung Umsetzung stattfindet, wenn die Entscheidung eine technisch nüchterne und sachliche ist. Daher ist es wichtig, dass Entscheidungen irrationale Aspekte beinhalten, dass sie Emotionen ansprechen, dass sie emotional zugfähig sind, damit es in der Folge eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich eine größere Anzahl an Menschen für diese Idee begeistert und ihren Beitrag für die Umsetzung dieser Ideen leisten. Es muss also eine Entscheidung irrational sein und diese Irrationalität der Entscheidung, sagt Brunson, ist die Voraussetzung für die Rationalität ihrer Umsetzung. Und Rationalität der Umsetzung bedeutet, dass eben Menschen sich dafür engagieren, dass bestimmte Entscheidungen auch auf den Boden kommen, dass die Entscheidungen in der Organisation
umgesetzt werden. Und das ist eben etwas, das können Führungskräfte nicht allein. Und oft kann man diese Umsetzungsschritte auch nicht im Detail anschaffen oder verordnen, sondern Führungskräfte sind darauf angewiesen, und sie müssen das auch steuern, indem sie Entscheidungen treffen, die die Mitarbeitenden begeistern, die die Mitarbeitenden überzeugen, wo viele Menschen dahinter stehen. Und wenn das gelingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es gelingen wird, die Entscheidungen in die tägliche Praxis der Organisation umzusetzen. Wie gehen wir also mit dem Phänomen der Paradoxie in Organisationen um? Wir müssen lernen, uns auf unklare Situationen, auf uneindeutige Anforderungen einzulassen. Wir müssen lernen, die unterschiedlichen Pole einer paradoxen Situation sozusagen immer im Auge zu behalten und gleichzeitig in der jeweiligen Situation oder unser Handeln, unsere Strategie, unsere Entscheidungen auf die jeweilige Situation in der Organisation abzustimmen und die Strategie oder die Handlungsrichtung zwischen den beiden möglichen Polen einer paradoxen Situation so abzustimmen und abzuwägen, dass wir immer das Optimum für unsere Organisation bewirken können. Es geht also darum, dass wir uns auf uneindeutige Situationen einstellen, dass wir die Unsicherheit ertragen, die damit verbunden ist, dass es keine ganz klaren Ziele gibt, die nur in eine Richtung wirken, und dass wir uns die Flexibilität behalten, einmal mehr in die eine Richtung zu steuern, also mehr in die eine, auf den einen Pol einer paradoxen Situation zu steuern und ein anderes Mal mehr auf den anderen Pol dieser paradoxen Situation zu steuern, je nachdem, welche Strategie in einer gegebenen Situation gerade die notwendige ist. Das heißt, wir müssen sehr wach und achtsam mit Situationen umgehen und uns immer auf diejenige, die die aktuelle Situation einstellen und dann in Bezug auf diese aktuelle Situation entsprechend agieren. Das war kurz zusammengefasst das Thema Paradoxie vor dem Hintergrund des systemischen Denkens.